Liebe Kinder, wir haben das V gelernt und wir haben ja auch schon gelernt, dass man das V verschieden ausspricht. Mal wie ein F, mal wie ein W. Das V steht aber auch noch an verschiedenen Positionen im Wort. Anfang, Mitte oder Ende. Schauen wir mal, was am Anfang steht. Vater. Das nächste könnt ihr schon lesen. Vogel. Das nächste Wort heißt Vollmond. Da ist besonders der erste Wortteil wichtig, weil das häufig vorkommt, das Wörtchen voll. Normalerweise schreibt man das dann klein. Wie ist das Zimmer voll? Und der Vollmond, voll heißt, er ist ganz und gar rund und wir können ihn gut sehen. Voll heißt, es ist ganz und gar voll, das Gegenteil ist leer. Das trinkt ihr zu Hause voll Milch. Jetzt kommen ein paar Wörter mit V, die du dir sehr gut merken musst. Denn wenn du dir merkst, dass diese Wörter mit V geschrieben werden, kannst du ganz viele andere Wörter richtig schreiben. Das ist das Wörtchen vor. Vor dem Tisch. Oder aber auch bei ganz vielen Verben. Vortreten, vorsingen, vorlesen, Vorarbeit, Vorhang und so weiter. Überall, wenn du dir merkst, vor wird mit V geschrieben, schreibst du diese Wörter auch richtig. Das nächste ist das Wörtchen ver. Da habe ich einen Strich hingemacht, weil es eine sogenannte Vorsilbe ist. Schon wieder das Wort vor. Verband, verbinden, vertrauen, versagen, versprechen, verlesen, verheiraten, verschwunden und. Ganz viele Wörter gibt es mit ver. Also, die wichtigsten Wörter mit V am Anfang sind vor und ver. Sprich mal mit. Vor, ver, vor, ver, vor, ver. Mach mal die Augen zu. Vor, ver, vor, ver. Schreiben wir mit V. Ein anderes wichtiges Wort ist das Wort viel. Gegenteil von wenig. Kommt auch ziemlich häufig vor. Dann habe ich noch eine Farbe. Violett. Violett ist eine andere Bezeichnung für lila. Manche sagen zu lila violett. Ein anderes Wort mit V am Anfang, was sehr wichtig ist, was ihr auch beim Rechnen braucht, ist das Wort 4. Achtung, schreibt man noch mit IE. 4, 14, 24. Bei jedem Mal, wenn du rechnest und irgendwann mal was schreiben musst, nimmst du bitte die 4 mit einem V am Anfang. Jetzt kommen einige Wörter, wo das V in der Mitte steht. Lokomotive. Sprich nochmal mit. Lokomotive. Das ist eine Lokomotive. Pavian. Den kennt ihr vielleicht aus dem Zoo. Den gibt es bei uns im Nürnberger Tiergarten auch. Den Pavian gibt es bei uns im Nürnberger Tiergarten auch.
Das ist der Affe mit dem roten Hintern. Lesen wir nochmal. Pavian. Das nächste Wort mit V in der Mitte. Klavier. Das nächste Wort nach Klavier ist privat. Privat ist das Gegenteil von öffentlich. Es gibt die öffentliche U-Bahn, da bist du nicht alleine. Aber privat bist du bei dir zu Hause oder in deinem Kinderzimmer. Dann gibt es noch Oval. Oval ist ein Ei zum Beispiel. Das ist kein runder Kreis. Das kann zum Beispiel auch liegen. Das wäre auch oval. Der kleine Strich da gehört weg. Oval. Rund, aber nicht Kreis. Rund, aber kein Kreis. Das brauchst du im Winter. Pullover. Lesen wir es nochmal gemeinsam. Pullover. Ist meistens sehr dick, im Gegensatz zu einem T-Shirt, weil er ja im Winter warm halten muss. Das nächste kennst du vielleicht auch vom Spielplatz oder mal von einem Park. Pavillon. Nochmal. Pavillon. Da spricht man nicht Pavillon. Weil es aus dem Französischen kommt, spricht man es nicht Pavillon, sondern Pavillon. Oh. Das ist ein meistens rundes Gebäude mit offenen Seiten. Könnte man auch noch vielleicht die Seiten so schließen. Hier kann man reingehen, da finden innen drin Konzerte statt und so weiter. Das ist ein Pavillon. Schreibt man auch mit V. Ein Wort mit einem V am Ende kennst du schon? Der Nerv. Viele hat man davon im Körper und ein Tier auch. Dann sind es Nerven, aber ein einzelner ist der Nerv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.